Take, die erste. Intro. Fuck you, die zweite. Fuck you, die zweite. Okay, fine. Hi! Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin schon passend angezogen. Ich habe ein Kleid an. Und wie der Titel ziemlich wahrscheinlich schon verraten hat, es geht mal wieder um einen Try-on-Haul. Das gehört allerdings nicht dazu, das haben wir so gekauft. In einem klassischen Sinn, wo man tatsächlich noch im Laden war. Ja, das stimmt. Das habe ich gekauft. Habe ich das gekauft? Gute Frage, weiter geht's. Ich glaube, H&M oder sowas. Dina? H&M oder C&A? Ich glaube, nein, das ist vom H&M habe ich das. Vom H&M habe ich das doch. Ich habe da drüben, ich weiß nicht mehr, wie viele kleine liegen. Wir haben bestellt bei Bobri. Und zwar, Sie hat bestellt. Ja, ich habe bestellt und der hat keine Wahl, er muss mitmachen, wie immer. Und auf jeden Fall werden wir das dieses Mal wieder so machen. Am Ende dürft ihr wieder raten, welche wir behalten werden, weil das ist letztes Mal so gut angekommen, gell, Schatz? Überraschung, sowas. Tada! Genau, wir machen es dann nämlich so, dass ich ihr erstens mal das Wort abschneide. Ja, ich mache es, ich wollte gerade sagen. Und zweitens, okay, dass letztendlich sie ja die Entscheidung trifft und es dann viel zu spoilermäßig ist. Ja. Wird sie jetzt nicht so richtig sagen, wie sie es empfindet. Also ich sag nur was zum Tragekomfort. Und ich gebe ja auch mein Senf dazu, weil es eh unqualifiziert ist und da wird eh nichts gespoilert, weil das nichts zählt. Das stimmt. Ich hab dich lieb. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich mal Nummern einblende, weil das sonst echt verwirrend ist, wenn man sagt, weißt du, das Grüne da mit den Blumen und den Dreiecken, was auch immer. Deswegen gibt's oben im Eck, da, kleine Nümmerchen. Tada! Ich muss sagen... Aha! Okay, peinlich. Ich muss sagen, ja, nein. Peinlichkeit ist im Start. Was geht? Ich finde es eigentlich sogar ziemlich hübsch. Es ist nämlich erstaunlich, weil es von den Farben her auch ganz anders ist, was du sonst so trägst. Also wirklich ganz anders. Ja, normal habe ich immer eher dunkle Sachen. Genau. Blumen schon, aber normal eher kleine Muster und dunkle Sachen. Oder sowas Knalliges, wenn ich sage jetzt mal sowas richtig Rotes oder sowas. Ja. Aber das mit diesen, wie nennt man so leichte Farbtöne? Pastell. Pastell. Mit S-C-H. P-A-S-C-H-T-E-L-L-L. Wie mit D? Pastell. Pastell. Ich finde es eigentlich sogar recht hübsch. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich finde von der Form her passt das soweit eigentlich ganz cool. Ich finde es schön, auch von hinten. Ihr habt nämlich mal gesagt, dass ihr das auch von hinten sehen müsst, um das beurteilen zu können. Deswegen auch mal von hinten. Tada, wunderbar. Vom Tragekomfort muss ich sagen, es ist super leicht. Der Stoff ist super angenehm. Die Ärmel sind hier unten eng, aber das ist nicht störend, falls sie da oben wieder weit sind. Ja. Ich habe Zweifel an der Tauglichkeit dieses Kleides. Irgendwie ist es minimal zu kurz. Und die Maharajas wollen ihr schlechtes Design zurück. Boah, sieht das kacke aus. Ach komm, ey, das ist einfach nur, der passt überhaupt nicht. Das ist ein Witz. Das Streifen ist irgendwie querschräg. Der müsste hier sein, statt da oben. Entschuldigung, da hast du Oberweite minus 90 Z, damit es da unten ist. Minus 90 Z. Ja, der Umfang macht keinen Unterschied, aber na, weißt du, ich meine, damit das Ding da unten ist. Da hast du Löcher, damit es unten ist. Da passt überhaupt nichts. Da passt gar nichts. Ich Hi. Und was sagst du dazu? Mann. Ich wollte dann kurz erwähnen, warum ich gerade so lachen ist. Nein, das stimmt gar nicht. Hat vielleicht ganz kurz gemacht, also ist angezogen. Aber ist noch okay. Können wir zurückschicken. Da hat gar nichts zurück gemacht. Stimmt gar nicht. Okay. Ja. Also zum Kleid. Erstmal muss ich sagen, es sind wieder viel typischere Dina-Farben, wie ich es jetzt eher sagen würde. Gerade so schwarz und so dunkleres Rot, das passt einfach. Das stimmt. Ich sage dunkles Rot, weil ich keine Ahnung habe. Dunkleres Rot. Aber das passt auch viel besser hier so von der Art her. Die Brüste sind da, wo sie sein sollen. Der Zettel hängt raus, aber das ist halt immer so. Und auch sonst von den, weil das hat ja auch diese drei Teile, sage ich mal. Ja. Hohe, Hüfte, Rock. Meine Hüfte ist nicht hier. Meine Hüfte ist hier. Ja, der Bereich aber. Hallo. Wir haben uns jetzt zu seinem Jungs. Hallo. Okay, aber das passt. Wir haben uns ganz lieb eigentlich. Ich muss sagen, dass mir es eigentlich sehr gut gefällt. Ja, sowohl okay. Von den Farben als auch von der Passform. Ja, es ist auch angenehm, nur die Ärmel sind sehr eng.
Ah, also ich finde es echt hübsch, muss ich sagen. Jetzt eine Frage, nennt man das Polka-Dots? Polka-Dots? Okay, ich habe keine Ahnung, wir nennen es Pünktchen. Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich. Wenn ihr das kennt, dann schreibt es uns in die Kommis. Aber ich hätte es jetzt einfach Punkte genannt. Also. Ja, Punkte. Und die Farben und, ja, und das Muster, okay, es sind immer noch Punkte. Von aber hinten wieder. Ja, da bleibt so Frieden sehen. Ja, es wird alle wieder so, wo wir das von hinten sehen? Okay. Hi. Vor allem in der Theatralik, ganz natürliches Verhalten. Ja. aber es ist wirklich schön. Auch von der Länge her ist es gerade so weit, dass es nicht so ganz kurzbeinig aussieht. Nee. Und auch sonst von der Aufteilung und es sitzt schön. Und man sieht auch wieder von der verbesserten Figur, die mittlerweile da ist. Hm? Tali am Start? Naja, ein bisschen zumindest ein bisschen. Ja, deswegen verbessert. Verbessert. Und ich glaube, normal, aber verbessert. Ich finde es sehr schön. Oh. Würde ich mitnehmen. Ja. Ich finde es von dem Tragekomfort her echt cool, muss ich sagen. Also, lässt sich schon tragen, ne? Wie süß, wie sie gerade sagen wollte, wie sie es findet, gerade auch so. Nein, das stimmt auch nicht, ziemlich um. Ciao. Ich finde, ich sehe aus wie ein Vorhang von dem Schloss. Ich weiß nicht, was da genau stimmen soll. Gut, ich meine, so von der Art her weiß man schon, wie es gedacht ist. Aber das steht dir einfach nicht. Gar nicht. Es steht mir null. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt eine andere Farbe was helfen wird oder so. Das ist auch die ganze Schnittart irgendwie. Weiß auch nicht. Das ist irgendwie schon fail. Man hat so richtig das Gefühl, du fühlst dich pudelwohl. Ja, voll, ne? Nee, so würde ich echt nicht rausgehen. Ja, jetzt sind wir mal in die grüne Fraktion getreten. Mintgrün. Mintgrün. Na, eigentlich nicht wirklich Mintgrün. Gibt's nicht. Fast. Und was ist dann eigentlich Mintgrün, wenn es gefühlt 20 verschiedene Mintsorten gibt, die dann doch unterschiedliche Farbgebung haben? Ja, diese Fragen beschäftigen einen hier. Okay, komm mal zurück. Manchmal würde ich schon gern wissen, was bei dir im Kopf vorgeht. Zurück zum Kleid. Ja, ich habe das Gefühl, dass es nicht so richtig passt. So von der Art her. Tada. Allein schon, dass, wenn es quasi, ja genau, dreh dich um, dann haben wir das und vergiss es nicht, weil sowas von mir nie. Weil ich finde es auch, wenn es so runterläuft und dann einfach der Stoff und den Brüsten gerade runtergehen, als wäre da einfach nichts dazwischen. Das wirkt schon immer ein bisschen komisch. Das Bändle finde ich eigentlich ganz gut, dass man es trainieren kann, auch wenn es interessant gebunden ist jetzt. Also meine Taille ist jedenfalls nicht hier. Ja. Wow. Okay, heim. Wie fühlt sich denn an? Der Stoff ist unglaublich bequem. Also das ist abnormal angenehm zu tragen. Richtig krass. Was ich auch manchmal erwähnen muss, zum Beispiel, dass die Arme hier auch schön, also das würde es an der Arme passen. Das sind ja Sachen, die man auch immer mal wieder erwähnen muss. Ja, aber meine Oberarme sind halt einfach ein Problem vom Volumen her. Volumen? Ja, das Armvolumen ist etwas erhöht. Und das ist manchmal problematisch. Ja, herzlich willkommen zur Fraktion. Wir bestellen beim Vorhangladen Nummer 2. Bist du sicher, dass du beim richtigen Laden warst? Ich habe so langsam Zweifel. Also das sieht echt aus wie ein Vorhang. Guck dir mal das an hier. Der hat sogar Vorhangquatschen. Okay, also es tut mir leid, aber was soll da aufhören, irgendwelche Vorhänge als Kleider zu verkaufen? Ja, und von hinten sieht es aus wie ein Vorhang, habe ich recht. Ja, jetzt sind alle zufrieden, weil wir es gedreht haben. Ja, das ist und auch, was soll man da sagen aus dem Passoutfit? Also irgendwie. Ist irgendwie auch zu groß. Ja. Ich muss sagen, bequem ist es ja. Also Bequemlichkeit 10 von 10, aber. Statt wenn du dir eine lose Decke irgendwo rüber wirfst in Sackform, dann ist es wahrscheinlich auch bequem. Ja, das stimmt. Oh, jetzt haben wir auch mal wieder eine ganz besondere Farbe. Ganz sommerlich, guck mal. Passend für den Herbst, ist es nicht toll? Ich finde, dass man jede Farbe das ganze Jahr lang anziehen kann. Vor allem an Weihnachten. Vor allem an Weihnachten, ja. Ich wollte nur Weihnachten erwähnen. Ja, nach Weihnachten, ich weiß. Bald ist es soweit. Habt ihr gewusst, dass Halbweihnachten am 12.06. ist? Lustig, dass du gerade rechnen musst. Ja, peinlich. Als ich sie erzählt habe, hat sie voll lachen müssen, es war süß. Sie kam echt an und hat gesagt, heute ist Halbweihnachten. Oh, das war voll niedlich. Okay, zurück zum Thema, wir schweifen schon wieder ab, hallo. Es gibt wieder so ein ewig langes Video. Rückseite, Vorderseite, Seite. Aha, okay. Ich muss sagen, in vielfacher Hinsicht finde ich das wirklich toll. Die Farben stehen dir voll gut. Was mich ein bisschen schockt, weil eigentlich bin ich echt kein Mensch für Gelb. Wahrscheinlich im Winter dann, wenn ich wieder nicht mehr so braun bin, dann sehe ich wahrscheinlich voll krank aus da drin. Das wird interessant. Mhm.
Aber du wirst auf jeden Fall auch auffallen. Es ist sehr. Ich finde es voll schön. Ich mag das aber gerne. Ich mag das auch voll gerne, so Farben anzuhaben, die jetzt nicht nur schwarz und grau sind. Ich denke, was viel ausmacht, ist eben, das sind lauter so weiße Blümchen. Ja. Und mit so schwarzen Blätterstielen. Und ich glaube, dass quasi diese Kombination von dem Ganzen doch viel ausmacht. Ja, glaube ich auch. Also vom Komfort her muss ich sagen, es ist sehr, sehr angenehm. Ist ein ganz feiner Stoff. Man hat super Platz dadurch, dass es hier so breit genäht ist, sage ich mal. Ne? Echt angenehm. Und hier der taillierte Gummi, der ist sehr eng, aber nicht so, dass er dich irgendwie umbringt oder so. Also man kann damit existieren, weißt du, wie ich meine? So? Genau. Das Einzige, was ich noch gedacht habe, ist, dass die Rocklänge hart an der Grenze ist. So. Ich finde, es geht. Deswegen hart an der Grenze. Hart an der Grenze. Ja. Nein, ich finde, es geht echt. Voll schön. Tada. Ja. Sorry. Das ist ja nicht charmant. Ha? Vielleicht Schach. Ja. Mhm. Okay, mir fällt nichts ein, weil er auch. Oh, Kart. Nichts Kart. Nichts Kart, es bleibt drin. Es bleibt eh über alles drin. Ja, ich weiß. Für die Leute es explizit verlangen. Was ich auch verlange, ist die Verabschiedung dieses Kleides. Ja, das ich auch. Guck mal, das hat hier so ein komisches Teil. Da kannst du es aufbewahren. Das ist wie so eine Tasche. Oder ich kann mich da drin kratzen, das geht auch. Komm ja. Rein irgendwie. Oder wenn du deinen Arm mal brichst, brauchst du keinen Verband. Ja, dann kann ich einfach so rumlaufen. Ey, ist eigentlich ganz bequem, oder? Das ist, und es wirkt auch so ein bisschen so krankenhausmäßig. Ja, schon ein bisschen, gell? So eine Mischung aus Krankenhaus, Indianer. Und im Krankenhaus. Alternativ, weiß ist es nicht. Auch egal, dass es so halbdurchsichtig ist aus der Nähe. Ja, ist ja nicht so, als würde man irgendwie alles durchsehen hinten, aber sonst. Ja, passend, doch schön, passt perfekt. Und es sieht auch nicht ein bisschen krumpelig aus mit dem Stoff her. Also super. Also, perfekt, oder? Genau. Ich weiß auch nicht, warum wir so einen leicht sarkastischen Unterton haben. Keine Ahnung, wie ist das kommen also, ganz cool. Ja. Man kann manchmal sagen, dass gewisse Birnen und Äpfel und Melonen viel Freiraum bekommen könnten in dieser. Ja, keine Ahnung, wer diesen Outfit gestaltet hat. Man soll ja offenherzig sein. Aber wenn dein Ausschnitt bis nach Südafrika reicht, ist irgendwann Ende mit Offenherzigkeit, ne? Du bräuchtest quasi ein BH, der sich perfekt mit dem Kleid harmoniert, weil man davon sehr viel fehlt. Da müsste ich ohne BH rumrennen, weil du so einen Ausschnitt hast. Das funktioniert nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Also so, da ich glaube, damit das funktioniert, müsstest du irgendwie so mindestens irgendwie F oder G haben, weil sonst klappt das nicht. Selbst dann wird es ja selbst dann wird es echt, echt. Wenn man es mag, ist ja okay. Ja, also ich habe auf jeden Fall zu wenig Holz vor der Bitte für das Kleid. Tada! Da bist du ja endlich. Ja, oh, also geht's. Ja, komm, blauen Keks. Hatte Hunger. Dauert nämlich alles ein bisschen. Hi. Also, ich muss sagen, der Keks ist gut und hat eine angenehme, knusprige Konsistenz mit einer leichten, süßen Kern. Okay, hi. das Muster, ich finde immer, das ist so Dalmatiner-Muster. Wolltest du gerade einen Keks? Ja. Okay. ja, an sich finde ich es interessant, gerade von den Farben her, aber vom insgesamten Design und Flipblende, was drin ist, wollen wir kurz rein. So, hi. Hast du dich auch gedreht? Regt euch diese komischen Bänder eigentlich auch so auf, wenn mich nerven die immer brutal. Ja. Ja, ich hab mich gedreht. Die schreit quasi rum. Ja. Die betteln nach einer Schere. Es hängt wieder raus, was sehr lustig ist. Jetzt lass uns raushängen, ist mir egal. Wie gesagt, die Farbe finde ich eigentlich ganz cool, so von der Kombination her, mit dem Muster, voll schön. Aber die Form und das gesamte Design, das finde ich irgendwie, naja. Nicht so was. Geht lieber so ein Keks. Okay, wow. Das ist, aber gegen Keks zu gewinnen ist auch echt schwierig. Also Bequemlichkeit ist ganz gut. Was mich, glaube ich, stören würde irgendwie, sind diese komischen Ärmel, weil da würde ich, glaube ich, die ganze Zeit so machen, wenn ich irgendwas arbeiten würde, weil ich ständig irgendwas in den Händen hätte und dann so, geh weg, weißt du so? Le Grande Finale, El Kleidos de Rotos. Okay, das. Und von hinten. Oh, das muss alle haben hier. Da merkt man, dass ein ganz klein bisschen da so liegt, ein bisschen luftiger ist. Ja.
Aber ich muss sagen, es ist auch interessant, weil die Farbgebung ist echt wunderschön. Finde ich auch. Und das ist, was wird's? Aber ich sage keine Meinung. Ja, das funktioniert irgendwie so immer noch, wenn es gewünscht wird. Ja, das, manchmal glaubt es nicht so. Manchmal muss ich meinen Cent abgeben. Es wird Zeit für Essen. Übrigens. Ja, schon Hugo. Ja, das dauert ja auch ewig alles. Jetzt hier und da, ja. Sag mal. Es ist, ich finde es cool, weil die Passform hier so ist, mit endlich mal tailliert. Ist dein Teil? Ja, mein Teil ist wirklich da. Endlich wow. Mal. Und Anatomie mit Dobby. Au! Hey! Schön geklatscht. Voll cool. Ja, ich merke es. Was cool ist, dass eben diese Form hier einmal so durchzieht. Ich weiß gar nicht, ob das, ja, das vorkommt. Was normalerweise so manchmal so über manche Gleise übereinander lappt, ist ja einfach so. Aber es ist so genäht, das heißt, es kann nicht rausklappen, was praktisch ist. Weil wenn du dich hinsetzt, dann klappt es manchmal so auseinander und dann sieht man anders und dann kann nicht passieren hier. Und das ist dann eigentlich schon gut. Tada! Und auch das würde ich sagen, das geht, das ist genau da. Genau die Länge, die es haben soll, ne? So Knielänge. So die Grenzlänge, sage ich. Midi-Kleid. Midi? Ja, es gibt ja Mini-Kleider. Midi-Kleider sind so mittel und dann gibt es so lange Dinge. Und dann gibt es Sachen, die deine Bude putzen. Ja, wo ich mir immer denke, wie könnt ihr da drin laufen? Was zur Hölle? Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist der Stück 1. Redet doch mal. Yay! Und ist euch was aufgefallen? Ha? Es hat eine Post. Was? Ist euch was aufgefallen? Es hat wie so eine positive Wirkung, wie ein Zeichen. Es hängt oben nichts raus. Ja, da hängt nichts raus. Das ist echt ein Zeichen, ey. Ganz ehrlich. So, egal. Die Kleider sind fertig. Wir haben alle gezeigt. Wir sind fertig. Nein. Es gibt noch. Noch so etwas. Gleich gibt's Essen. Alles ist gut. Alles wird gut. So, wir haben drei Kleider, die es im Endeffekt geworden sind. Welche sagen wir euch natürlich nicht. Ich mache es gleich wie damals bei dem anderen Haul. Sobald der Erste erraten hat, welche drei Kleider wir behalten, wird der Kommentar natürlich oben angepinnt. So, wundervoll, gell? Und was ich übrigens noch sagen wollte, eigentlich hätte heute ja der Vlog online gehen sollen von dem Pfalzurlaub. Weil am letzten Sonntag war ja die Wanderung mit meiner Mom und der Mittwoch davor war ja der Vlog, wo ich dann eigentlich hingefahren bin zu denen und so weiter. Leider bin ich absolut nicht dazu gekommen, das zu schneiden, weil ich aktuell täglich eigentlich zwischen 10 und 12 Stunden in der Arbeit hocke und dann noch YouTube machen muss und dann noch Sport machen muss und so weiter. Und ich komme hinten und vorne nicht dazu, das Video zu schneiden, weil ich ein anderes Video, das diesen Sonntag online gehen würde, mich vorher schneiden musste, wenn ich eine Deadline habe. So, Punkt. Also, kurz gesagt, aufgeschoben. Kurz. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Video kommt noch, aber verspätet leider. Weil es ist unglaublich aufwendig zu schneiden und ich will es halt nicht einfach so abgespeckt irgendwie, sondern wenn dann schon gescheit und alle Eindrücke und dann lieber ein bisschen später, würde ich mal sagen, oder? Es kommt, ihr seid mir nicht so böse. Es kommt, when it's done. It comes, when it's done. It comes. Ja, du hast auch gesagt, es kommt, when it's done. Es kommt, when it's done. Aber ja, when it's done, jetzt verabschiede ich mal gescheit. So, tschüss. Viel Spaß mit dem Raten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ach ja, und jetzt, wo sie schon abhaut, Mrs., ich mache meine ganzen Pflichten. Vergesst nicht, immer Glöckchen zu aktivieren. Ich fühle mich immer noch echt kacke, weil das jeder der YouTuber sagt. Wow. Und aber abonnieren ist immer hilfreich, das schadet nicht. Und mit diesem lustigen Daumen nach oben. Und eigentlich verarsche ich immer diese Abschlusskarte, aber es hilft halt wirklich. Also, macht's gut, bis dann und ciao.